Über 200 Kinder kamen zum Askelkorkisch Rottentum Kinderturnier. Bei herrlichem Wetter spielten die U10, U9, U8 und U7 aus 14 Vereinen. In mehreren Berichten werden wir Ihnen alle U-Klassen zeigen. In diesem Bericht zeigen wir Ihnen die U7 und die U8. Die Vereine, die hier bei der U7 dabei waren, sind SBG Geschriebenstein, SBG Großpetersdorf, SBG Markt Alhau, Oberwart sowie der Gastgeber Rottenturm. Bei der U8 spielten Oberdorf, SBG Oldendorf, SBG Güssing, Stegersbach und Rottenturm. Die Regeln sind für die U7 und die U8 gleich. Spielzeit sind 10 Minuten, dazwischen 5 Minuten Pause. Gespielt wird mit 3 Spielern auf 4 Minitoren. Es zählen nur die Tore, die aus der markierten Zone geschossen wurden. Das erste Spiel der U7 sollte Rottenturm gegen die SBG Geschriebenstein sein. Da aber Geschriebenstein fehlte, spielte einfach Rottenturm 1 gegen Rottenturm 2. Tor! Das nächste Tor! Knapp daneben. Knapp daneben. Das ist wieder ein schönes Tor. Und wieder ein Tor. Jakob!
das nächste Tor. Das nächste Tor. Knapp daneben. Dieses Tor zählt nicht, da es außerhalb der Markierung geschossen wurde. Das nächste Tor.
Das nächste Spiel der U7 spielte die SPG Groß-Petersdorf gegen die SPG Markt Alhau. Und wir starten die nächste Runde mit dem Spiel. Oha! Das nächste Tor. Das nächste Tor. Dieses Tor zählt nicht, da es außerhalb der Markierung geschossen wurde. Das ist wieder ein schönes Tor. Das ist wieder ein schönes Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor.
Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Genioso, che bel campo! Lupa Iani!
Und wieder ein Tor. Spielende. Im nächsten Spiel des U7-Turniers spielt der Rottenturm gegen Oberwart. Die haben was gegen mich. Oha! Oha! Komm, Leon! Komm! Super, Daniel!
Dieses Tor zählt nicht, da es außerhalb der Markierung geschossen wurde. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor.
Ja, es freut mich heute wieder seitens der Askö Burgenland, stellvertretend für den Präsidenten Alfred Koller, für meine Heimatgemeinde einen Scheck als Unterstützung für den Nachwuchsbetrieb zu übergeben. Es ist eine Anerkennung und Unterstützung für diese viele ehrenamtliche Tätigkeit. Und heute sind 200 Kinder da. Ja, und das ist enorm. Und ich glaube, das ist die Zukunft auch des Fußballs und des Sports, wenn wir unsere Kinder unterstützen. Und das wollen wir damit zeigen. Und gerade in meiner Heimatgemeinde Rotenturm ist mir ganz wichtig, dass wir wieder den Nachwuchssport hervorheben, dass wir wieder viele Fußballer bekommen, die auch in der Kampfmannschaft spielen können. Bei der U8 trafen sich die SPG Güssing und Stegersbach. Dann starten wir wieder durch. Spielbeginn. Burschen, jetzt darfst du schlafen, wenn er vorkommt. Aufpassen! Soll ich zu ihm nicht aufpassen? 2-24. Jetzt schon. Komm, auf zu mir, setz dich durch, komm mal. Dieses Tor zählt nicht, da es außerhalb der Markierung geschossen wurde. Das nächste Tor. Lorenz, spiel mit dir drüben. Heute geht's was zu mir.
Dieses Tor zählt nicht, da es außerhalb der Markierung geschossen wurde. Leo, beinehmen und spielen. Leo, geh um. Laurenz, umdrehen. Laurenz, spiel. Bitte, Laurenz, jetzt komm. Warte, vorbleiben. Vorbleiben, bitte, weiter, Laurenz. Komm nicht. Leo, geh mir vor. Geh mir vor, natürlich. Leo, aufpassen. Laurenz, zurück! Leo, nicht im Ohr schieben! Ja, Leo! Bleib da drüben! Hey, wo tut's jetzt, zwei? Das nächste Tor! Laurenz und Leo! Wo sind die da? Maximilian! Maximilian! Komm! Geht schon Ball runter! Maximilian! Komm mal! Laurenz, komm mal da weiter! So, Leon, Laurenz raus. Das ist ja zum Schauen. Das wollte ich gerade nicht. Laurenz raus. Das wollte ich nicht. Laurenz, wo ist das? Das ist das. Das Das nächste Tor. Julian, bleib fort. Komm, zieh auf, zieh auf. Ja, zieh auf. Komm, Julian, noch mal. Julian, nach vorne. Nach vorne, Julian. Ja, Theo, bleib schon. Bleib gut. Bleib vorne. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Thank you.
Leo, bist du auch, ja? Jungs, ich kann auch nicht. Nein, passt schon. Ja, ich weiß. Du wolltest das nicht ganz so raus. Bitte schon, Theo. So, jetzt. Das nächste Tor. Spielende. Im nächsten Spiel der U8 spielten Rottenturm gegen die SBG Oldendorf. Starten wir wieder das Spiel beginnen. Toa! Das nächste Toa! Für die Zuseher, wie Sie sicherlich bemerkt haben, haben wir heute die Medien da vom BKF TV. Ab morgen oder übermorgen sind die Spiele im BKF TV im Internet zu sehen. Entweder über die BKF TV Homepage oder auf YouTube einfach BKF TV eingeben. Vielen Dank, dass Sie heute wieder da seid. Besuchen Sie uns auch noch bei unserem Mehlspeisenbuffet. Die Mütter der Kinder haben leckere Sachen gebacken, ist noch einiges zu erwerben. Das nächste Tor. Komm.
Anna! Hey! Anna! Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Thank you.
Spielende. Ivan, wir sind jetzt da. Beim letzten Spiel der U8 spielte Oldendorf gegen Stegersbach. Spielbeginn. Oha! Oha! Das nächste Tor. 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 Sehr gut, Dominik. Spitze setzen, Spitze setzen, Spitze setzen. Jawohl.
Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das nächste Tor. Das
Spielende. Genießen Sie die Siegerehrung. Als nächste Mannschaft bitte ich nach vor die Spielgemeinschaft Olbenauer. Großen Applaus! Als nächstes bitten wir nach vorne die Mannschaft der Spielgemeinschaft Güssing. Applaus für den 7. Rasenkorb.
Gratulation allen Teilnehmern. Vielen Dank auch an die Trainer, die Betreuer und großen Dank auch an alle Eltern, die das alles unterstützen. Ich bitte euch alle noch schnell für ein gemeinsames Gruppenfoto zusammenkommen. Und einmal Jubel. Tinker, 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 tin